Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Wir schauen uns heute den belgischen Torhüter Thibaut Courtois an. Der wurde zum La Liga Santander Spieler des Monats Januar gewählt. Und ja, der Torhüter von Real Madrid hat natürlich diese Auszeichnung verdient, hat glaube ich kein Spiel verloren und glaube ich in der Supercopa das Tor im Elfmeterschießen halt ja, festgehalten und den Sieg somit errungen. Es war natürlich eine offenes Voting, also Fans von Real Madrid, aber auch Fans von, ja, ich weiß gar nicht, wer alles zur Auswahl stand, aber es ist Courtois geworden und wir schauen uns die Karte an. Ja, was soll man da groß sagen? Also ich finde, bei Torhütern, das ist immer noch so eine Gefühlssache. Ja, wenn du den Torhüter fühlst, dann nimm ihn. Oder wenn das, wenn du gerade irgendwie ja, einen guten Link hast, ja, und es einfach dann passt und stimmig ist. Manche schwören ja auf den Ter Stegen. Ich zum Beispiel gar nicht so. Ich habe damit auch gespielt. Ich feiere eher den Oblak oder auch mal einen Manuel Neuer. Wenn ich dann Bundesliga spielen würde, würde ich mir einen Neuer auf jeden Fall, beziehungsweise wenn ich nur in der Abwehr, die halbwegs linkbar wäre mit Neuer, würde ich natürlich Neuer spielen, da ich ihn einfach mehr fühle. Also so ein Neuer ist für mich so die Emanzipation des... Ja, das ist einfach der neuen Generation der Torhüter. Ja, so sehe ich das halt. Aber der Torhüter sieht echt ordentlich aus. Und ich denke mal, einige werden ihn sicherlich auch fühlen. Anders. Und wir gehen mal zu der SBC und lösen sie dann. Es ist, wie gesagt, es ist nur eine SBC. Wir haben hier die Bedingung, dass wir... und ich sehe schon, es geht nicht auf. Aber wir machen es gleich, dass es aufgeht. Denn ich habe einen falschen Spieler gewählt. Wir brauchen einen belgischen Spieler, wir brauchen zwei Team of the Week Spieler, eine Teamgesamtbewertung von 84 und eine Chemie von 75. Ja, Anzahl der Spieler ist klar, da benötigen wir 11 und wir machen noch soweit, dass es hier funktioniert. Da müssen wir uns einfach den Mandanda als Inform raussuchen, denn der hat einen erhalten und so geht das Ganze auch auf. Ja, ich habe hier zwei Erstbesitzerkarten drin, aber wie ihr sehen könnt, haben wir eine Chemie von 79. Also ihr könnt dieses Team 1:1 nachkaufen. Ihr braucht keine Erstbesitzerkarten oder müsst damit spielen und ihr braucht auch keinen Positionswechsel. Das geht 1:1. Es kostet euch ca. 68.000 Coins, je nach Plattform natürlich und je nach, ja, nach Laufzeit. Beziehungsweise es kann sich ändern über die 27 Tage, aber so in dem Dreh 68.000, 70.000 solltet ihr dafür bezahlen. Und ja, wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt euch die Spieler vom Transfermarkt fischen und ja, ihr habt ja ein bisschen Zeit. Okay, dann machen wir mal Let's Go. So, das war das Team, das soll es gewesen sein. Es gibt natürlich auch kein Pack, leider nicht. Ist nur eine SBC, deswegen ist das so. Und ja, sagt mir mal gerne eure Meinung zu dem Spieler. Ja, wäre das jetzt eine Option für euch? Ja, nein, vielleicht. Ihr habt ja 27 Tage Zeit, also überlegt euch das gut. Kauft es vielleicht nicht jetzt im Hype. Wartet mal 1-2 Tage, vielleicht auch bis Donnerstag, bis die Rewards erschienen sind. Dann kommen unzählige Karten wieder auf den Markt. Und das sollte das Ganze nochmal ein bisschen günstiger machen. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, um zukünftige SBCs nicht mehr zu verpassen. Und ja, in diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Peace!